Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Wir machen ja weiter mit der mit den ganzen Companion Quests, ne? Wir haben letztens Soldatin Nummer 11 Companion Quest erledigt, ne? Und irgendwie hatte ich eine kleine Quest für sie gemacht, aber was ich dadurch bekommen habe, ist irgendwie nicht ihre Freundschaft, sondern ich habe irgendwie hier mit der Katze irgendwie Freundschaft geschlossen. Sie hat irgendwie mit einer Katze irgendwie da gesprochen und ja, weiß nicht, was damit auf sich hatte. Ich nehme an, das wurde freigeschaltet durch die Companion-Mission, ne? Aber ja, cool, ne? So, ich würde sagen, wir gehen hier sofort rein. Ich habe offscreen nicht viel gemacht. Wir haben ungefähr einen Tag später nach der letzten Aufnahme hat sich nicht viel getan. Ich habe irgendwie Piper, die ich letztens gezogen habe, ein bisschen hochgelevelt, aber da ist noch nicht weit genug als nach oben gegangen, weil halt ein Tag macht halt noch nicht so einen Unterschied, ne? Und ich würde sagen, wir machen dann, wir haben hier einige Companion Quests, aber nur zwei können wir hier noch machen. Ich würde sagen, wir machen hier alle direkt in einem Part, ne? Also nicht alle in einem Part, aber wir machen einen Companion Quest pro Part, ne? Wenn das genauso lange dauert wie bei hier ihr, ne? Dann sind das dreimal eine halbe Stunde, was bedeutet, der Part wird so ungefähr anderthalb Stunde lang sein. Was ein bisschen lang ist, aber dann haben wir wenigstens alle hier auf einmal erledigt. Ne? Ich kann die, glaube ich, alle komplett abschließen. Ne? 27, 28, ja, kann ich sogar. Also wir gehen hier rein und machen hier Nikomatas Companion Quest. Ne? Und gucken wir mal, wie das so abläuft. Ne? Müssen also ein bisschen beeilen, damit der Part nicht viel zu lang wird. Da ist ein Kabel gerade runtergefallen. Am Tag einer Sturmwarnung mit starkem Wind der Kategorie 7 wirst du ernsthaft von Bell eingeladen, um euch auf dem Dach zu treffen. Ich muss dir was sagen. Hast du gesehen, wie wenig es heute ist? Da wir ja eine Familie sind, wollte ich deine Meinung zu dieser Sache hören. Also, was hältst du von Nikomata? Hey, was redest du denn da? Ich sehe, ich soll als was. Ich habe gar nichts gesagt. Nein, was redest du denn da? Sehe ich etwas aus, als würde ich ohne zu fragen die Glückskatzen anderer Leuten entführen, wegen meiner eigenen Vorlieben? Hä? Lass mich nur noch eins sagen. Es war ihre Idee. Werde etwas konkreter. Du weißt doch auch, dass die Cunning Herz in einer miserablen finanziellen Lage stecken, oder? Heute früh kam eine Nikomata vorbei und fragte, ob wir ihr in unserem Land nicht eine Hilfskraft bräuchten. Außerdem hat sie sich selbst mit der Beschreibung scharfsinnig, flink, fleißig und freundlich empfohlen. Sie will also offensichtlich in unseren Laden arbeiten, um ein paar Schulden zu begleichen. Das klingt sehr vernünftig. Nicht wahr? Und ich habe mir gedacht, dass wir, wenn wir noch jemanden hätten, könnten wir mehr Kunden bedienen. Und wenn eine Quarte niedliche Kostüme tragen würde, würde sich bestimmt auch unsere Einnahmen erhöhen. Scharfsinnig, flink, fleißig und freundlich. Das sind doch genau die professionellen Standards, die im Umgang mit Kunden gebraucht werden. Dann sagt eine Quarte dazu. Ich werde eine niedliche Uniform für sie vorbereiten. Einige Zeit später kommt eine Quarte in der Videothek an. Was geht? お待たせ。私はもう準備できてるぞ。やっほー、猫又。準備できたんなら、早速私が用意した可愛い制服に着替えて、バイトを始めよう。え、バイト？ちょっと待った。フロキシとして依頼を受けてくれたはずじゃ。私と依頼人をフォローの中でガイドしてくれるって。 Das war also mit gemeinsamem Geschäft machen. Hatte ich Nicole nicht gebeten, hierher zu kommen, um die Schulden abzuarbeiten? Habe ich eine Nachricht von ihr mal bekommen? Ich weiß es nicht. Da stand Kunung Herz. Leute, was ist mit der deutschen Übersetzung hier los? Das ist sogar ein englisches Wort. Da steht es richtig.
従業員が自分で稼いでくれるなんて、ニコが羨ましいな。どうして招き猫って言葉があると思う？それに今回たんまり儲けて帰ったら、あの映画バカに、猫又様、あなたはこのジャトヤの模範的従業員ですって言わせてやるんだから。Ich dachte, du bist. Ich hatte jetzt nicht einfach. Das soll Ami gewesen sein? Also Pokerface, okay. So ehrgeizig. Nani, Shiro?どう、パイトン、この儲け話一緒にやらない？まずはどんな依頼なのか教えてもらってからかな。わかったぞ。それがね、ある企業が最近フォローでエーテル資源をなくしちゃったみたい。それを後で回収するために、一緒に現地で観測をしてくれる腕利きのエージェント、それにプロ棋士をインターネットで募集してるんだ。聞いた感じあんま複雑な依頼じゃないけど、現地で観測するだけなんて全然儲からないんじゃない？焦らない焦らない、これはまだ序盤の布石に過ぎないんだから。考えてみて、たかが事前の観測くらいでインターネットに求人を出すなら、資源を正式に回収する時だってきっと助っ人がいるはずでしょ。なるほど、資源回収ってすごく分かりますね。あんまり言われるのは、その時は依頼を受け負いたいって人が殺到するかも。ちょっと難しく理解ですが、私たちが今のうちに企業に手を貸しとけば、この競争を有利にするシード権が手に入る。そうそう、さすがパイトーンだ。飲み込みが早い。糸を長く張るほどでっかい魚が釣れる。これが私の狙いなんだ。興味出てきた？見て、僕たちの報酬はどうなるんだい？儲けは半々に分けるぞ。どう？それなら満足でしょ？じゃあ、私は依頼人に待ち合わせ場所と時間を相談してくるから、それから出発しよう。Na gut. Meins. So.Ich da schon direkt rein. Ja. Was geht? Der Auftraggeber hat bereits mit der Zeit und Ort für das Treffen geantwortet. Ich werde es euch gleich mitteilen. Aber bis zum Treffen ist es noch etwas Zeit. Ich möchte etwas besprechen, Proxy. Von Nicole. Nicole, kein Wunder, dass sie der Boss von den Cunning Airs ist. Sie hat ständig Ideen und ist voller Tatendrang. Selbst an der Krise behält sie einen coolen Kopf. Insbesondere bei hohen Schulden kann sie auch wie sonst mit.Ihren großen Gewissen ihre Leben bescheiden. Es ist wirklich in Ordnung, mir das zu sagen. Die Sache weißt du doch selbst ganz genau, Proxy. Schließlich bist du Nicole als Bekannte. Nun, dann werde ich euch den Ort und Zeit des Treffens schicken. Wenn du fertig bearbeitest, ist dazu den Auftraggeber in der Höhle treffen. Okay, na dann mal los. Oder dich rein da. Meine Komata mal spielen wieder. Jäger zum Jagen, Stufe 48. Hier mit dem Ding nicht hier so.So, sie ist physisch, das heißt physischer Charakter, ne? Sie ist, glaube ich, Attacke, ne? Das heißt noch irgendwie, ja, sie ist auch Attacke. Dann nehmen wir mal. Ja, jetzt habe ich drei. Okay, das sind einfach nur passive Sachen, die ich bekomme dadurch, ne? So, ich kann schon wieder keinen Bangbo mitnehmen. Okay, Stufe 50, mein Gott.Gut. Also läuft jede Companion Quest irgendwie gleich ab. Ne, gibt immer drei Missionen, ne? Drei Höhlen. Alles klar. Was? Miauri. Sagst du ein Ja nach jedem Satz?先に案内役を見つけることをおすすめします。いや、あんたたちの PC アシスタント、ちょっとムカつく。Danke.
れが今回の依頼の案内役？Na, mal los. Hajimemashite, kimi ga Nekomata tono da na. Mazu wa kantan na jiko shoukai o shiyou. Watashi ga konkai no sakusen no sekininsha, Ouri da. Sakusen? Tada no kansoku de shou? Saikin no kigyo tte sonna fuu ni kidotta iikata o suru no? Uhum! Tsumari, sono, watashi ga konkai no irai. Sou, irai no annai yaku toyu wake da. それはともかく協力者のプロ騎士がまだ来ていないんじゃないか。もう全員揃ってるぞ。もしかして見えてないの？猫又殿、冗談はよしてもらいたいな。ここに他の誰かがいるとでも？目の前のボンプがそのプロ騎士だって気づいてないみたいだ。Ich bin da niemand. Ori-san, hoka no dare ka nara koko ni. Dare da? Soko ni iru no wa? Mimi ga. Ori-chan, saisho ni iwanakatta kochi mo warui kedo. Shirion no jōgaku wa tottemo sensai nan da zo. Tonikaku mite no tōri, kono shaberu bonpu ga atashi tachi no puro kishi da. So, das war noch. Ja, respektiere meine Autorität.恐れずに談笑しているわけだが、並外れたエーテル適性の持ち主だとは思わないか？え？今何してん？なぜか、エーテル焼酎が動いたような。まさか、これは。もう、休眠中のエーテリアスだ。ま、活性は低いから。エーテリアス！こら、落ち着くんだ。活性は低いんだってば。sagte er ruhig. Es fuhr sich durcheinander. どうやら完全にパニックになってしまったようだ。そうみたい。とにかくエーテリアスを倒すぞ。あ、全然inaktiv。先にエーテリアスをやっつけよう。Los. Ich weiß nicht mehr, wie man sie spielt. Aber ist auch egal. Einfach angreifen. Nebenbei verteidigen. Also ist so putzig. Nebenbei verteidigen. Nebenbei ausweichen. Hier ist halt 50. Also, aber. Außerdem haben wir alle passive Dinge hier an. Aber. Oh mein Gott. Ah, endlich mal. Ich kämpfe schon die ganze Zeit gegen Bosse und so was, alles so offscreen. Und so farmen. Ich könnte meinen, ich hätte halt mit den Blocken langsam drauf. Aber nö. Okay. Von einem Roto Run. Hey, was geht? Kommt her, kommt her. Aua! Mann! Da werden wir noch mal schnuppern. Für mich scheint sie irgendwie so kurz unverwundbar zu sein, wenn sie diesen Angriff auflädt. Wenn ich gut finde. Ja, da hätte ich doch. Wenn du mit dem Hintern am Wackeln bist. Ja, man kann die Mission nicht nochmal spielen, weil dann könnte man die Charaktere ja immer wieder spielen, ne? So ich darüber nachdenke.
猫又殿の勇士には本当に感動したよ。あんな風にエーテリアスを葬ってしまうなんて。感動してくれたのは嬉しいけど、間違ってあんたを蹴っ飛ばしちゃうからあちこち走り回るのはやめてほしいぞ。前に紹介を見た時はもっと落ち着きのあるタイプかと思ってたんだけど、あんたの会社がフォローの観測員を選ぶ基準ってどうなってるの？何しろその企業の人材は多様でなければいけないからな。確かに私はエーテリアスが苦手だが、エーテル資源を回収することにかけてはそれなりのスキルを持っているぞ。じゃあ今回だけは信じてあげるぞ。それにエーテル資源の回収が話に出たからこっちも隠さず言うけど、実は私たち本当に参加したいのはその回収依頼の方なんだ。今日の依頼を無事完了させたら次の依頼も続投させてくれない？私たちの働きぶりをあんたの上司に推薦してほしいんだ。もちろん問題ないぞ、任せてくれ。それじゃ頼んだにゃ。正直に言うと私ここ最近転職を考えてるんだ。オーリーちゃんみたいに企業で働くのって個人でインターネットに張り付いてるよりずっと待遇がいいでしょ。Work for the cunning ass. それはそうかもな。じゃあこっそり教えてくれない？エーテル資源の回収みたいな仕事ってどのくらいの割合を報酬としてもらえるの？報酬の割合か。それはだな、私としたことが。オーリーさんは会社員なんだからもちろん固定給だし、ボーナスもあるよね。守秘義務だってあるでしょ？ああ、そうだな。確かに守秘義務がある。猫又殿が気配り上手で助かったよ。具体的な金額はすまないが伏せさせてくれ。大丈夫だぞ。収入のことはさておき、ルートの観測を始めてもいいの？少し観測の詳細について確認してくるよ。あのオーリーってやつ、あんたはどう思った？Ich möchte ihn eine reinhauen. Was ist los? Warum flüsterst du auf einmal? Ich bin nicht mehr so gut.会社員って設定の割に言うことがちぐはぐだし、企業のことだって全然よく分かってない。プロキシー、あんたはどう思う？vielleicht ist der neue unbedeutende Angestellter。フォローに入るよう上司に強制されただけで、彼自身は下っ端の新人なのかもしれない。プロキシーって意外と甘いんだ。私の経験からすれば、あいつは間違いなく会社員なんかじゃないぞ。フォローで私服を肥やそうとしてる新米のコソ泥って感じ。ただ一個気になるところがあって、あんなにビビりなやつなのになんでわざわざフォローに入ろうとするのかなって。その裏にはきっと何かあるはずだ。Dieser Kopfschmuck, den sie irgendwie über die Stirn hat, sieht irgendwie aus wie ein Bettsymbol. とにかくあいつの依頼を終わらせて、なんて。Ja, sie sollte eher aufpassen, ne?Aber das ist das, was mich gerade hier abgelenkt hat. Kansokruto no kakunin ga dekita. Suite kite kure. Oli-chan, anta no. Oli-chan. Er hat schon wieder abgebrochen. Macht den Dialog doch nicht so lang. Master, irregular na monooto ga shita tame, Oli wa susumu koto wo kyuzetsu shite imasu.物音の正体を確認することをおすすめします。Nerke des verlassenen Gebäudes wurde von einem funktionsfähigen Zeitalarm gefunden. Er scheint nicht offen zu sprechen zu wollen und antwortet unbeholfen. Das Gerät, bei dem bei uns ist, sind veraltet. Es kommt häufig zu Bränden, Anleitungen, Lecks bei den Toiletten und so weiter. Das ist allerdings.Irgendwie brauche ich die Dinger gar nicht mehr so. Ich habe mehr als genug von denen.
Oh, Kollege. Jetzt schon wieder. Upsa. Wir gehen in die Gebäuderuinen, findet dort jedoch nur einen zerknitterten Mantel. Okay. Supermarktgutschein, ein gutes Geschenk für Nekomata. Nachdem Nekomata unerwartet einen Supermarktgutschein erhalten hat, beschließt sie Olli vorerst nicht wegen den Lücken in seiner Geschichte zu bedrängen. Okay. Los, ja, das war Gegner. Ich bin nicht alles durch. Nur gesehen, Gegner. Das ist das, was zählt. Los, komm her. Hey, yo, was geht? Da. Sollen wir mehr aufpassen? Ich habe gewechselt, aber der hat mich nicht getroffen. So, ja, wenn er wohl keine Truhe oder irgendwie sowas sein, ne? So, trotzdem mal. Die hat auch einen Aufladbahn angefangen, sehe ich gerade. Aber wie hat er gerade gemacht? Okay. Wenn man gedrückt hält. Falscher Knopf. Verstehe nicht, warum sie manchmal einsetzt, manchmal nicht. Oh, sie hat sogar Nekomata gesagt. Das habe ich aber auch bei Dings auch schon gemerkt, bei Billy und Anbi. Wenn die so hin und wenn die hin und her wechseln, dann sagen die auch immer ihren Namen. Ich verstehe nicht, warum sie manchmal ihr Dings einsetzt und manchmal nicht. Ja, komm da hier rein, ja, komm da hier rein. Okay, da hätte ich doch bestimmt noch einen Boss oder irgendwie was, ne? Oder so ein größerer. Ne. Ja, sie kämpft echt mit ihren Schwertern. Irgendwie sieht man so einen Kampf nicht. Weil sie hat ja so zwei Schwerter. Ja. Zeugs, voll. Erfahrungspunkte und so alles. Brauche ich alles. Ah, Heilung. Und da denkst du, ich weiß. Ich habe die Dinger nicht geskippt, wir sind alleine. Nein, ich will auch Moment. Nicht im Dalang. Okay, ich wollte schon sagen. Weißt du, wenn ich das hier nicht eingesammelt hätte, ich kann die Level ja nicht neu spielen, ich habe einfach verpasst. Also wie die Sphären in Genshin, wenn die Truhe nicht beim ersten Mal trifft, findest, dann sind die komplett weg. Das sind gerade Erfahrungspunkte oder so was. Schnell, dass sich bewegt hat. Keine Sorge, der bewegt sich doch gar nicht. Ja, jetzt wird er sich bewegen. Weil ich auf ihn losgehe. Keine Angst, Alter, wir sind schon fast da. Ja.
Na, jetzt sind sie alle weggesprungen. Au. Warum wird sie die ganze Zeit getroffen, ey? Ist ja 50 und so. Ich verstehe nicht, ob sie manchmal dreimal angreifen kann oder nicht. Ich speichere die ganze Zeit meine Ultimate auf, ne? So. Na, immer noch nicht. Okay. Dann bestimmt jetzt, ne? Na, wo kommt der Boss her? Immer noch nicht. Ja, schon mit der Verschwendung langsam. Was hat? Oh, da kommt einer. Da habe ich gewartet. Ich bin auch auf vier. Ich gehe auf allen Vieren. Da war doch ziemlich chillig. Okay. Meins. Ja. Das war alles angesagt, ne? Glaube ich. Ah, da kommen immer noch Gegner, ist klar. Ja, mit heilen. Guck mal, da ist voll runter gehauen worden. Hey! Wenn du was machst, kommst du nicht mehr zurück. Ja, ja, warte mal, aber irgendwie muss man, weiß man, wenn man die drei Dinger verpasst hätte, muss man bestimmt irgendwie eine Möglichkeit haben, nochmal neu zu spielen. Es gehen einem diese Dinger ja verloren, diese goldenen Dinger hier, die man einsammeln muss. Die braucht man ja, um sein Konto-Level hier hochzuhören. Ich meine, es gibt mehr als genug von den Dingern, aber kann man nicht vorstellen, dass die irgendwie komplett verfassbar machen. Ich liebe es, wenn die Gegner in die Kettensäge reinrennen. Ah, komm her. Ja. Ja, wenn das der Genshin wäre, dann würden die Gegner gar nicht davon gestunt werden. Ne? Dann würde ich die ganze Zeit mit der Kettensäge herumlaufen und die Gegner würden überhaupt nicht irgendwie davon gestackt werden. Da. Na, da kommst du ja. Guck mal, du holst mit rein. Ist schon fast tot. Aber. Ich weiß nicht, warum der Angriff manchmal nicht funktioniert. Ich dachte, wenn man irgendwie angreift, wird sich da irgendwie was aufladen oder so und dann kann man das irgendwie einsetzen. Ich verstehe das nicht. Aber werde ich schon lernen, wenn ich sie irgendwann habe, ne? Was nur eine Frage der Zeit ist. What? Ich verstehe nicht, warum sie manchmal dreimal und manchmal nicht. Ja.
Ja, ich weiß nicht. Okay. Dem Hintern zur Kamera wieder. So, das hat eine halbe Stunde gedauert, ja. Das wird ein anderthalb Stunden langer Part dann. Wenn die erstmal so glatt läuft. Aber dann haben wir wenigstens die gesamte Dings hier in einem Part.仕事も終わったことだし、そろそろお風呂から出たいんだが。もちろん、私とプロ棋士で一番早くて安全な脱出ルートを選んでやるぞ。あ、でもこれはプロ棋士の企業秘密だから悪いけど聞かれちゃダメなんだ。そうか。では離れて背を向けていよう。私を信じてくれ。 Der Typ entweder, er tut wahrscheinlich nur, als wäre er ein Idiot oder so, ne? Wir werden schon etwas einfallen lassen. Foltern ist verboten. Du hältst ihn fest und ich würg ihn. Nekomata nähert sich Olli unbemerkt und kehrt kurz darauf genauso flink wieder zurück. Hat sie eine Brieftasche geklaut oder so? Bitte zeigt doch etwas Respekt für die Hobbys anderer Leute. Mein Gott. Was ist mit meinem Charakter los? Wirklich, niemand geht darauf ein. Wir lassen sowas zweideutiges los. Niemand kommentiert hat, alles klar. オーリー、ちゃんと説明して。どうしてあんたが治安官の装備を持ってるんだ？その手錠は、そうそう、広いものなんだ。ええ、なんだ拾ったのか。それなら安心だにゃ。ネコバーター verpasst Olli plötzlich einen heftigen Tritt gegen das Knie und drückt ihn schließlich zu Boden. やるじゃん、オーリー。フォローでメソメソしてた時はただのコソ泥かと思ったけど、まさか治安官から盗む勇気があるとは思わなかったぞ。あんたの依頼を受ければもっと儲かる仕事につながるんじゃないかと思ってた。でも今となっては面倒を起こしてないだけ感謝しないとかもね。それに手錠は広いものだなんて。 自分の装備をなくしちゃうくらい間抜けな治安官がいるなら、ぜひ見てみたいぞ。まあ、あんたみたいなやつに盗まれちゃうくらいだから、きっとびっくりするくらい弱っちいやつだったんだろうけど。治安官を侮辱するんじゃない。治安官になるには歯を食いしばって過酷な訓練に耐え、試験勉強で数え切れないほどの世を明かし、 とてつもなく厳しい選考をパスする必要があるんだ。なんで急にまともっぽいことを言い出したんだ。いやいや、ごまかしても無駄だぞ。本当のことを言え。あんた一体何者？企業を装って偽の依頼を出したのは何で？それは言えない。言えない。
Warum genau sind wir so gemeint zu dem? Er hat doch gesagt, du bezahlst uns danach. ここに放置されて、エーテリアスの餌になるとしても、私は。何なんだ？魂が抜けちゃうほどビビってるのに、このことだけは意地でも言おうとしないなんて。猫又、ちょっと待って。手錠に対応する治安官の情報がわかったよ。オーリー、男性、ヤヌスク治安局第12分局捜査4班。あんたの目の前にいる、この人のことだよ。 Oh Mann. Na toll, jetzt haben wir Probleme mit dem Bullen. Danke, Nico, warte. Yay, aber ob ich Level Up heute noch bekomme? Also in dem Part vielleicht nicht, aber vielleicht noch heute. Ich in die Zimmer mache. Kurze Zeit später auf einer abgelegenen Straße außerhalb der Höhle. オーリー治安官、私たちの責任は問わないって言ってくれたんだし、ここでお別れしよう。待ってくれ、猫又殿。行ってしまう前に、その一つ約束してくれないか。お二人は善良な人間だ。だから今日私に会ったことを誰にも言わないと。実は 今日はとある重要かつ極秘の任務を遂行していた。そのことが下心のある人に漏れてはいけないんだ。ああ、うん。一つ、ミコが安心していいぞ。下心があったらフォローであんたの正体が分かった時点でエーテリアスに預けて帰ってたって。それもそうだな。<笑>ま、待った。 私がただの会社員じゃないということだが、いつから気がついていたんだ。Deine Schauspielerin-Fähigkeiten sind wirklich. 申し訳ないが、あなたの演技力はお世辞にもいいとは言えなかった。まったく、こんなのに一人で大事な任務をやらせるなんて、上司や同僚は心配じゃないの？実は今回の作戦には 自分で立候補したんだ。私は長年治安官を務めてきたが、エーテリアスに対する恐怖がどうしても克服できなくてだな。何度か作戦を台無しにして以降、すっかり落ちこぼれの烙印を押されてしまった。そこへ最近犯人の手がかりがなく行き詰まっている事件があってな。私はひらめいたんだ。インターネットで犯人の情報を流せば、 ジャオをあなから、おびき出せるんじゃないかと。これがうまく行けば、たとえ私が以降の作戦に関与しなくても、多少は手柄を立てたことになるはずだ。運が良ければ表彰される可能性だってある。うん。ich hätte nicht erwartet, dass du so ehrgeizig bist. これは班長からだ。お疲れ様です、班長。オーリーです。わあ。おお、今どこにいるんだ？インターネットに情報を流して市民のふりをしてフォローに入ったというのは本当か？私はそのわざとではないんです。故障ですから、どうか首だけは。 首？何の話だ。結構なことじゃないか。これが事件解決の糸口になれば大手柄だぞ。ボーナスだって出るだろう。さっさと戻って次の動きに備えとけよ。褒められた。
ああ、ピラファイ、チャオ。それについては一人でゆっくり考えてもらって。行こうか、黒騎士。待ってくれ。猫又とのプロ騎士。物質系なのは100も承知だが、どうか治安局の協力者となって、今回の任務を無事完了させる手伝いをしてくれないか。ああ？君たちがインターノットにあるこの依頼の真実を知ってしまった以上、口約束で雇っておくより、公式に治安局の協力者とした方が安全だ。そして何より、ここまでの協力で分かったんだ。お二人の炎における能力が私よりずっと上だと。 君たちの力が分かったら、もし、運って言わなかったら、私たちをどうするつもり？そうだな。運と言ってくれなければ。 私は涙を飲んで勲章に別れを告げ、君たちが秘密を守ってくれるよう、ひたすら。君たちの責任を問うなんて言われるんじゃないかと身構えていたよ。君たちの責任は問わないと約束したんだ。それを破るような真似はしない。 治安官の名誉をかけて保証する。なんというか、本当に分かった、オーリー。この依頼というより協力者になれって頼みか、受けてあげるぞ。本当か？でも一つ条件がある。私たちのギャラはとっても高いんだ。 任務が完了したら、報酬として、あんたのボーナスを全部もらうぞ。もちろんだ。栄誉に比べたら、ボーナスなんて何ほどのこともない。じゃあ決まり。Anschließend eilt Olli erleichtert den 12. Revier zurück. よし、プロキシー。今日のことは全部解決できたし、私たちも戻ろう。 Ich bin schon zurück. なんでそんな目で私を見てるの？ Ich hätte nicht erwartet, dass du mit einem Offizier der Sicherheitsbehörde zusammenarbeiten würdest. Ja, まさか。君が治安官との協力を了承するとは思わなかったんだ。どうしたの？私があいつの頼みを聞いたこと、そんなにびっくりした？安心して。私は損する取引なんてしないぞ。 前々から治安局のボーナスはとっても気前がいいって聞いてたんだ。喜んでその大金をくれるって言ってるんだから、いいことでしょ。それにオーリーのやつ、あんま頼りにならないかんじだけど、それでもなんどか。じゃあ、だぜ、mehr als anderthalb Stunden heute。もしかしたら、あいつは見た目よりもっとできるのかも。とか。 Okay, ich dachte, Olli sei ein Dieb. Da war ein Offizier der Sicherheitsbehörde. Dieser Auftrag dauert so lange. Mir ist das Ganze immer noch nicht ganz geheuer. Olli macht keinen sonderlich zuverlässigen Eindruck, aber mit dem schlauen Nikomata an seiner Seite sollte es keine Probleme geben. Ist wirklich optimistisch, Bell. Kurz gesagt, da wir uns entschieden haben, dabei zu sein, sollten wir uns zusammenreisen und diesen Auftrag abschließen. Alles klar. Pause machen? Pff, ich doch nicht. So. Ja, direkt weitermachen, ne?
Na gut. Mal direkt weiter. Ne, ich glaube, da wird nicht anderthalb Stunden, hat schon 45 Minuten gedauert. Das ist eine Nacht von der Kamera, euch an der Gasse zu treffen. Gibt es etwas Neues zum letzten Auftrag? Der andere Proxy ist da. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Wir diskutieren Strategie. Wie du siehst, haben wir jetzt ein klares Bild. Ich hätte nicht erwartet, dass das der Täter wäre. Durch vorbei in den Köder platzieren und den Gegner in den Feuer locken. Wirklich eine geniale Vorgehensweise. Das sind Erfahrungen, die ich mit den vielen Jahren beim Streuen durch die Straßen gesammelt habe. Ich hätte nicht so gehandelt, wenn die Situation nicht so brenzlig gewesen wäre. Ich muss auf dich jetzt verlassen, Commander. Proxy, bist du bereit? Ich möchte loslegen, um weitere schlaflose Nächte zu vermeiden. Aus meiner Unterstützung. 1, 2, 3. Wovon spricht ihr eigentlich? 2 Tage hintereinander ist das Grillfleisch aus meiner Schüssel Nudel verschwunden, als ich kurz nicht aufgepasst habe. Und jetzt bin ich gerade in die Kommata begegnet. Sie hat mir bei der Ermittlung geholfen, den Übeltäter schließlich zu überführen. Es war diese Katze. Wir sollten uns an seinen Bauch heranschleichen, als Entschädigung dafür, dass er sich 2 Tage hintereinander kein Grillfleisch essen konnte. Ich dachte, er redet über einen Auftrag. Ui, das hatte ich fast vergessen. Ja, ich bin ja hierher gekommen, um mit euch über die Neuigkeiten zu dem Auftrag zu sprechen. Lass uns in eurem Laden vorher weiterreden. Das lange Rumstehen macht mich ganz müde. Miau. Wir tun auch sonst auch immer stehen. Nachdem ihr 3 nacheinander den Bauch der Katze geschreckt habt, geht ihr zurück in die Bibliothek, wo eine Kamada für ihr Brief nur mit Olli erzählt. Ich glaube, Katzen mögen es aber nicht, wenn man den Bauch streichelt. Wenn die ja nicht voll aggressiv. Und Katzen ja irgendwie die Augen aus. Der Kommandant, lass mich mal kurz seinen Bauch streicheln und sehen, was passiert. まず企業がエーテル資源を回収しようとしているという情報をインターネットで流す。そう、前回猫又殿とプロ騎士に関わってもらったあの依頼だ。ここからさらに信憑性を高めるため、実際に治安局の証拠物件管理室にあるエーテル資源をおとりとしてホローに設置する。 最後にあの盗賊どもが餌に食いついたら、フォローで現行犯逮捕できるという寸法だ。悪くないんじゃない？それから？それから、この案は正式に作戦計画として採用された。うん、よかったね。あんたはこういうプランを練ったりするのは得意なんだ。ただ、この計画を承認したのは我が第12分局だけじゃない。 第11分局も参加しての共同作戦ということになってしまい、私はその責任者に任命された。なんだ、なってしまいって面倒事の匂いがするぞ。というのもエーテル資源のような物証の管理をしているのは第11分局だけだからだ。我々はおとり資源の設置にあたり全く面識のない庶務課の同僚2人と 私服装備でホローに入ることになる。つまりエーテリアスに遭遇したら私の弱みを他局に知られることになるんだ。彼らはきっと気を使って内緒にするなんてことはしてくれまい。回り回ってこの件が班長の耳に入ったら私はまた。だから代わりに行けとか言わないよね。そんな危ないこと泣きながら頼まれたって嫌だから。 もちろん猫又殿にそんなことはさせない。ただ正体が筒がなくおとりを設置できるよう猫又殿には協力者としてルート沿いにいるエーテリアスを片付けていただきたい。協力者って言うけど、要するにボディーガードってことでしょう。いやいや、治安官の臨時職員だと理解してくれればいい。局にはもう報告してあるんだ。今回はとある協力者と共に作戦に参加する。 そんなたくさんの治安官と一緒にいるだなんて、私にはすっごくストレスだぞ。ちょっと話に乗ったことを後悔してきた。そう言わないでくれ。今回の作戦には猫又殿が欠かせないんだ。ならこうしよう。何かあれば都度通信で連絡する。猫又殿は離れた場所でサポートしてくれるだけでいい。 他の治安官ともあまり接触しなくて済むはずだ。まあ、
それなら検討の余地はあるぞ。あ、そうだ。その、なんだっけ？協力者？って、気をつけといた方がいいこととかあるの？うん。何しろ、名目上は治安局の臨時職員だからな。現役の治安官と同じことを遵守する必要があるはずだが、なーに、この治安官養成マニュアルを暗記しておけば問題ない。たったの476ページしかないぞ。どうしたんだ、猫又殿。私大丈夫だから安心して。Einfach überspringen. Inzwischen halt in der Videothek. Lori と会った時のことは大体こんな感じ。Du hast nicht mal vor, dieses Buch anzurühren, oder? 僕の偏見かもしれないけど、マニュアルなんて当然、君は読んでもいないだろう。当然でしょう。Ich kann noch nicht mal lesen. 治安官のことなんか知りたくないぞ。それに治安局のやつらに離れてついてくだけだし、私には朝飯前だ。まあでも下準備くらいはしとこうかな。オーリーが任務に行くまで時間があるから、ちょっと近所でお勉強してくるぞ。出発するときはまた連絡するから。 Ich bin bereit, Kollegin. あ、行っちゃった。近所でお勉強って言ってたけど、猫また一体何するつもりなんだろう。お兄ちゃん、ちょっと様子を見に行ってあげてよ。その方が後で一緒にフォローに入るときも安心だもん。 OK, that wird definitiv nicht nur anderthalb Stunde. OK. Danach kommt dann auch eine Höhle. Ich würde eigentlich heute zwei Dings machen, aber anscheinend werde ich hier nur eine schaffen, wenn es so weitergeht mit der Länge. So, los. Oh, du bist es, Foxy. Du schleichst dich also heimlich an und hast mich zu Tode erschreckt. Was machst du hier? Hey, ich habe doch schon gesagt, dass ich mit den Offizieren zusammenhalten will. Möchte ich auch ein bisschen etwas lernen. Schau, die beiden Offiziere da drüben sind anscheinend dabei, über ihre Arbeit zu sprechen. Da habe ich die Möglichkeit zu erfahren, wie sie miteinander kommunizieren. Ich habe nichts dagegen, wenn du schauen willst, aber du musst dich unauffällig verhalten. Starr sie doch nicht so an. Du siehst so, als würdest du mit Nikomata in der Straßenlinie auf jemanden warten, während du das Gespräch der zwei Offiziere belauscht. Ich bin Whitney von einer zwei der Kriminalabteilung des 11. Reviers. Ich habe gehört, dass ihr bei der Aktion mit den Codenamen Mitternacht neue Entdeckungen gemacht habt. Ich melde mich wieder vor. Ich bin der Mann von der Verkehrsverwaltung des 12. Reviers. Das ist die Liste der Personen, die in einem Verkehrsunfall involviert sind. Der ins Koma gefallene Fahrer steht unter Verdacht, im Zusammenhang mit Mitternacht zu stehen. Danke, es ist nicht nötig, so formell zu reden. Ich bin zwar für diesen Fall zuständig, aber ohne die Unterstützung der verschiedenen Bezirke und Abteilungen werden unsere Untersuchungen in kurzer Frist keine Fortschritte machen. Frau Whitney, du bist so bodenständig. Nicht der Rede wert. Das 11. und 12. Revier haben immer gut zusammengearbeitet, also ist alles euch zu verdanken. Ich werde diese Information ins Revier bringen und überprüfen. Bitte behalte den ohnmächtigen Fahrer weiter im Auge. So wird das also unter Offizieren miteinander kommuniziert. In Ordnung, hier gibt es nichts mehr weiter zu sehen. Ich gehe woanders hin, um mich umzuschauen. Ich werde immer so gut, wie wir einfach irgendwo daneben stehen und einfach die Gespräche von anderen Leuten einfach komplett ablauschen können. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. So, oh, da bist du. Was machst du hier? Psst, nicht so laut. Schau da drüben. Die beiden, die dort drüben am Plauen sind, tragen zwar keine Uniform, sind aber eindeutig Offiziere. Miau. Du sollst meine Katzeninstinkten vertrauen. Du hast ja das Gespräch von Nikomata zwischen den beiden Offizieren an. Mit Nikomata. Hey Arno, hast du schon gehört? Wade von der Einheit 2 der Kriminalabteilung. Von der Einheit 2 der Kriminalabteilung wurde in das benachbarte Revier versetzt. Was? Er wurde ins 11. Revier versetzt? Na sowas, dann hat sie sicher eine Menge zu tun. Da ist die Kriminalitätsrate deutlich höher als bei uns. Die Rate hier ihrer gelösten Fälle ist aber auch sehr hoch. Die wissen echt, wie es geht. Absolut. Wir sind alle aus demselben Jahrgang und jetzt wird er vielleicht ein paar Jahre zur Hauptzentrale im Bezirk Janus befördert. Ich stecke wohl hier fest. Aber ihr habt nicht diesen Monat auch einen großen Fall gelöst?
Es war eine bezirksübergreifende Festnahme. Der Fall gehörte dem 8. Revier. Nachdem wir den Verbrecher geschnappt haben, hatten wir nicht mal die Zeit für Verhör und wurden von anderen Kollegen mitgenommen. Da hat der Fall letztendlich überhaupt nichts mit uns zu tun. Eigentlich habe ich irrtümlich gedacht, dass dieser Fall für uns angerechnet wird und es keinen Grund zur Sorge für den jährlichen Bewertungsbericht gäbe. Aber jetzt weiß ich nicht mal, was ich bei diesem Selbstbeurteilungsbericht schreiben soll. Ja, das ist schwer. Letztes Jahr hat jemand im 11. Revier einen Bericht von 10.000 Wörtern geschrieben. Letztes Jahr hat jemand im 11. Revier einen Bericht mit 10.000 Wörtern geschrieben hat. Boah, Leute. Ja, wie viele Rechtschreibfehler war das schon in diesem Spiel? Da ist die Hauptzentrale jetzt strenger bei der Wortzahl. Aber war kein Rechtschreibfehler, war ein Grammatikfehler. Ach ja, Jean, deine Freundin arbeitet in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten des 11. Reviers, oder? Habe euch in letzter Zeit kaum zusammen gesehen. Oh, sie hat in letzter Zeit viel zu tun. Die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten muss häufig Aufgaben für die Kriminalabteilung erledigen. Es gibt im 11. Revier eine Menge Dinge zu tun. Außerdem stehen die Offiziere der Kriminalabteilung unter gewaltigem Druck. Deshalb die Leute in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten häufig rumkommandiert werden. Ach, das erinnert mich an etwas. Warum hören wir das hier gerade zu? Ey, boah. Als wir der Hauptzentrale geholfen haben, wurden wir auch häufig an Dienstboten behandelt. Herzlich, ich wünschte, ich hätte einen umgängliche Vorgesetzten. Nun erscheint, dass dieser Alltag in Sicherheitsbehörde auch eine Menge trivial und lästige Angelegenheiten gibt. Müssen wir uns auch tägliche Unterhaltung merken? Also, da war eine Kommata gerade. Natürlich, jeder, der sich schon mal auf der Straße hat durchschlagen müssen, weiß, dass man jemanden tatsächlich kennenlernen will, muss man wissen, wie er wirklich lebt und denkt. Obwohl diese Offiziere nur am Plaudern sind, erhöhen sie doch einige hilfreiche Informationen. Zum Beispiel, die Offiziere der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten sehen uns vielleicht als ihre Vorgesetzten aus der Kriminalabteilung an. Wenn das der Fall ist, bräuchten wir gar nicht so nervös sein, wenn wir während der Mission mit ihnen sprechen. Das ergibt Sinn. Aha, mein Lernen scheint sich doch zu lohnen, oder? Ich habe genug nützliche Informationen für die Operation später gesammelt. Ich werde mich vorbereiten und wir treffen uns dann im Eingang der Höhle. Die Kommando hört auf zu reden und geht. Alles klar. Na, ich bin voll durch den durchgegangen gerade. Oh, keiner. Katze auf Streifzug. Das war ja mit dem gleichen Team, würde ich sagen. Ne, nee, was brauche ich? Wieso schon Feuer? Oder Team hat mir eigentlich gefallen. Was sagt jemand am Bonus, ein Set-Bonus mit den dreien? Formationsbonus, wie auch immer man das nennt. So, jetzt kommt erstmal noch die Höhle, ey. Wird jetzt auch wieder eine Weile dauern. Aber da wird wohl nur eine Folge, die ich heute aufnehme, und eine Quest.何か緊急の事態が起きた場合はこの通信でネコマタ殿に支援を求めよう。できたら大声で肺活量をアピールするんじゃなくて、はっきり言葉で教えてほしいぞ。で、できるだけ全書してみよう。何しろ今回は11分局の同僚たちもいるからな。足音が聞こえてきたぞ。そっちにもう来てるんじゃないの？まあいいや、何かあったら連絡するから。 なんだって？こっちには誰も見当たらないが。マスター、接近を検知しました。人間が2人、どちらも年齢は比較的若いようです。え？ウォーリー、こっちの方に2人近づいてきたぞ。一体どういうこと？そんなバカな。確かに11分局には集合場所の座標を送っておいたんだ。 この通り履歴にも残って。ああ、間違えた。猫又殿の座標を送ってしまっているんだ。どうすればいいんだ。あら、まだ君に気づいていないうちに今すぐ逃げるんだ。猫又殿のスピードならきっと追いつかれない。悪いことしたわけじゃないのに、なんで逃げなきゃいけないの？ それに私が逃げちゃったら作戦は？父さん、作戦はそうだな。
戻って上に、やはりエーテリアスが怖いですと言おう。先生、責任者を降ろされるくらいだろう。とにかく、なんであれ責任は私が取る。君たちに迷惑をかけることはないから安心してくれ。ああ、オーリーさんは妙なところで思い切りがいいんだな。突っ込んでる場合じゃないよ、お兄ちゃん。早くどうするか決めないと、もう時間がない。 プロ騎士の手を煩わせる必要はないぞ。こうなった以上、私のかつてのスキルを生かすしかない。オーリー、今回は無料レッスンってことにしといてあげる。集合場所はこの近くのはずですね。女の子が一人いるだけっすよ。なんかの間違いじゃないですか。はじめまして。 君たちが第11分局の治安官？何にも間違ってないぞ。作戦コードは種々多様。私は第12分局捜査4班のオーリー。今日の作戦の責任者だ。おお、お初にお目にかかります。長官、第11分局署務課のデリーンと申します。こちらは 同僚のハギンズです。先ほどは彼が余計なことを言いました。ご不快に思われたのでしたらどうかお許しください。本日は全力を挙げて作戦に協力いたします。ご命令に従い任務を全うする所存です。あ、マクティア、そんなにかしこまらなくてもいいぞ。お互い面識もなかったし、今回の作戦は私服なんだから集合場所に誰かいたら警戒するのは正常な反応だ。 それに今日の作戦は11分局署務課の協力があってこそなんだから、むしろ来てくれてありがとうって言いたいくらいだぞ。まさかオーリー長官がこんなに若くて親しみやすい人だとは思わなかったっす。名前を聞いた時はてっきり茶色の薄汚れたジャケットを着た目にひどい熊のおっさんだろうと思ってたんすよ。アウチ。 想像にしてはすっごく具体的な人物像。すみません、長官。ハギンズはいつもこんな調子なんです。ちなみに今何かが具体的とおっしゃいましたか？みんな無事に合流できたから具体的な任務の話をしたいって言ったんだ。なるほど、承知しました。事前に資源を設置する候補となりそうな座標を いくつか選んでいます。私たちについてきてください。すごいな。まさか本当にごまかせてしまうとは。オーリー、気を緩めるのは早いぞ。今のは基本の情報交換をしただけだし、道中はきっとこんなもんじゃ済まない。本当の試練はこれからだ。 とにかく近くの安全な場所に隠れて常にこっちの状況に注意しといて。もし情報を提供してくれるなら、その時ははっきり言うんだぞ。わかった。よし、来た。任せてくれ。あ、だまります。長官、3つの地点をマークします。今のリンクスはラゲルです。ここが1つ目です。ここが、そして 最後です。よし。あ、待って。順番に調べよう。フォローの中は常に変化してるから、ちゃんとついてきて。あ、待って。なるべくエーテリアスを避けるぞ。あ、だれべらもんめんなん。え。あ、確かに、しかし、トレッド。違うべや。候補地点につきました。今からおとりを設置します。 待って、変な音がするぞ。なぜか急にエーテリアスがたくさん湧いてきたっす。あ、まん、あ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 
Wow. Mal ein bisschen hier aufpassen, anstrengen hier. So ein bisschen leiser machen, so ein ganz kleines bisschen. Wie kommt er ja noch mit dem Angriff durch am Ende? Wir mitten in der Combo. Was ist das für ein Geräusch bei ihr? Sie hat so eine Glocke an am Hals, ne, am Nacken. Vielleicht dann. Okay, Leute. So. War voll wenig Punkte für ihre Fähigkeit, ey. Ja, Nicole und Corin wollen ja irgendwie fast den halben Balken, mehr als den halben Balken, um ihre Fähigkeit einsetzen. Ja, diesmal setze ich aber eher meine Ultimate ein. Ich glaube noch keine gewinnt. Ne, hier kommt ein großer. Kenne ich dich? Schon mal gegen dich gekämpft? Ich glaube ja, ne? Nämlich irgendwie nicht bekannt vor. Oh mein Gott. Ich habe mir aufgefallen, wenn man irgendwie zu früh einwechselt oder den Konter ja irgendwie vermasselt, dann stehen die Charaktere noch auf dem Feld und die können dann immer noch getroffen werden. Und wir sind schon irgendwie oft irgendwie Charaktere verreckt. Obwohl die gar nicht mehr eingewechselt waren, aber weil die halt hier noch auf dem Kampffeld waren, hier zum Beispiel, können die noch getroffen werden. Sind einige Charaktere schon verreckt irgendwie, als hier gegen einige diese Boss gekämpft haben. Bei der Torische Jagd, glaube ich, mal da hin. Also ja, das ist ziemlich gefährlich. Man muss schon richtig irgendwie abblocken, sonst die Charaktere voll irgendwie auf dem Präsentierteller. まさかこんな近くにエーテリアスが湧いてくるなんて思わなかったぞ。ま、問題なく片付いたけど、オーリー長官、あっという間に対応してしまいましたね。あまりに早すぎて我々が手を出す隙もありませんでした。そうそう。通りで先月の作戦評価、 うちより12分局の方が平均高いわけっす。長官みたいな凄腕がいるんすから、当然っちゃ当然っすね。それは大げさだぞ。こっちの平均が 0.2 点高いってだけなんだから。それにあれはあくまで内部の評価だからあんまり参考にはならないぞ。11分局だって事件の立件数と解決数では負けてないでしょ。そっちの方が よっぽど本当の成績だ。なんか、ナックフレーム2も、人、フォル・リーゼ。最近大きな事件を解決した。この宇宙分局の管轄から逃げてきたやつの逮捕に協力したこと？悲しいかな。あの事件はうちの手柄じゃないんだ。そうだったのですか。それは残念でしたね。本当本当。この任務でエーテル資源を盗んだやつらを捕まえられなかったら、 今年の勤務評定に書くことがなくなっちゃう。へえ、長官みたいなエリートでもあれを書くのは嫌なんすね。なんかこうグッと親近感が湧いてきたっす。フォローで犯人を捕まえるよりデスクワークの方がよっぽど難しいぞ。でも今年の勤務評定、やっと文字数の指定が緩くなったでしょ。去年11分局の英雄が内容を水増ししまくったおかげって聞いた。 実はそれ、ハギンズのことなんですよ。治安官は、スパム投げ銀の職業であり、優秀な治安官になることを我が人生最大の野望にしますって20回も繰り返し書いたんです。デリーン、それは誰にも言わない約束だったはずっすよ。それにあんたの 給料を上げてくれないのなら、せめて退職金を20%上げてくださいに比べたらマシっす。私は本当にそう思っていますから。
Wo ist er eigentlich die ganze Zeit? Steht er einfach daneben? Okay. Belohnung.